So, wunderschönen guten Abend, meine Lieben, hier beim Daytrading Germany. Ich bin der Joe. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt hoffentlich ein wunderschönes Wochenende gehabt. Das Wetter hat ja zumindest hier an der Grenze zu Frankreich ziemlich gut mitgespielt. Ich habe sehr viel unternommen draußen, war schwimmen, war in den Bergen. Ja, und jetzt gehen wir Bitcoin. Wochenausblick für nächste Woche. Was erwarte ich? Mein Szenario, mein letztes Szenario kennt ihr vom Freitag-Update. Da habe ich euch hier diese mögliche gelbe Sequenz mitgegeben, dass der Markt hier hochgeht auf die 29.139 bis hoch zu 29.788 US-Dollar, ungefähr in diesem Bereich, dass der Markt sich bis hier oben hin erholen kann. Und danach die etwas größere Korrektur kommt ja in dem Bereich von 25.268 US-Dollar bis runter im Worst Case auf die 20.600 US-Dollar. Ja, also hier haben wir hier eine BC-Korrekturbox hier von dieser lilanen Aufwärtsbewegung bzw. von dieser lilanen Sequenz, wo wir hier unten gebildet haben. Diese liegt bei 25.268 US-Dollar bis runter zu 23.354 US-Dollar. Aber ich habe euch am Freitag gesagt, es kann auch sein, dass wir hier in diesem Bereich so viel Verkaufsdruck aufgebaut haben, dass der Markt sogar hier diese ganze Aufwärtsbewegung korrigieren könnte. Und da wären dann die Re-Entries bei 23.289 US-Dollar bis runter zu 20.639 US-Dollar. Also es kann sein, ja, weil ich hätte mir jetzt eigentlich hier gewünscht, dass der Markt hier nach dieser langen Seitwärtsphase genug Kraft hat, dass er hier auch zumindest mal die 32.000 US-Dollar überbietet oder in diesem Bereich wenigstens hochkommt. Er hat es bis jetzt nicht gemacht. Endgültiges Ziellevel von dieser lila Sequenz liegt hier oben sogar bei 35.615 US-Dollar bis hoch zu 39.418 US-Dollar. Ja, was wir jetzt aber hier sehen könnten, ja, ist zwar nicht mein Primärszenario, also ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass wir jetzt hier eher korrigieren werden, ja, in diesem Bereich eher, aber was ich euch auch mitteilen muss, dass ihr das auch auf dem Schirm habt, solange wir hier dieses Low bei 26.500 US-Dollar ungefähr, ja, nicht unterschreiten, haben wir von der Struktur her, haben wir hier sogar eine interne bullische Struktur, hier mit diesem Low hier von Ende März, mit diesem High und mit diesem jetzt neuen Low vom Wochenende, hätten wir hier sogar eine Struktur, die uns nach SK-System tatsächlich sogar wieder hier hochbringen würde auf die 35.000 US-Dollar ungefähr. Ihr seht hier, Ziellevel liegt bei 34.470 US-Dollar bis hoch zu 36.221 US-Dollar. Ihr seht hier, wir hätten dann hier sogar immer noch diesen wunderschönen Überschneidungsbereich bei den 35.000 US-Dollar ungefähr. Also dieses Level sollten wir auch unbedingt auf dem Schirm haben. Diese bullische Struktur, solange wir hier dieses Low nicht rausnehmen, bei 26.500 US-Dollar, sind wir nach wie vor noch in einem bullischen Fahrplan. Ja, selbst wenn ich jetzt hier davon ausgehe, dass wir hier eine Korrektur sehen könnten, ja, dürfen wir trotzdem das Bullische nicht außer Acht lassen, weil ich habe so ein bisschen gestern Vormittag, habe ich mir mal so die Marktstimmung angeschaut von meinen YouTube-Kollegen. Ja, und so was ich durch die Bank mitbekommen habe, anhand der Thumbnails und der Videobeschreibung, also eigentlich sehen jetzt alle, dass wir 25.000 US-Dollar sehen oder tiefer.
Und wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr eigentlich, wenn der ganze Markt bestimmte Preisziele prediktet, dann macht der Markt in der Regel genau das Gegenteil. Und das Gegenteil wäre halt nun mal, dass wir hier weiter hochgehen. Also, wie gesagt, mein Primärszenario ist auch tatsächlich, dass wir hier runtergehen, aber wir dürfen das Bullische nicht außer Acht lassen. Es wird spannend, wie der Markt hier oben reagiert, sollte er hochgehen. Aber wie gesagt, solange wir das hier nicht rausnehmen, sind wir rein von der Struktur her immer noch bullisch unterwegs. Ja, und also wir hätten jetzt hier einen Überschneidungsbereich im bullischen Ziellevel und wir hätten einen Überschneidungsbereich im bearischen Ziellevel. Also das ist jetzt wirklich, es hängt jetzt wirklich davon ab, was macht der Markt hier? Baut er hier bullisch auf? Läuft er hier seitwärts? Sollte jetzt der Markt hier seitwärts laufen und danach impulsiv nach oben schießen, könnte es sein, dass wir hier das bearische durchbrechen und dann das bullische fortfahren. Also ich will euch damit nur sagen, Leute, ihr müsst das Bullische nach wie vor im Auge behalten. Es ist eine Möglichkeit. Ich würde hier aber in diesem Bereich würde ich keine Long eröffnen. Ja, ich habe meine Long seit 20.000 US-Dollar offen. Ich würde hier keine Long öffnen. Ich persönlich öffne hier in diesem Bereich eine kleine Hedge-Short-Position, aber das auch nur, weil ich ja auch schon eine Long-Position offen habe. Wenn ich keine Long-Position offen hätte, würde ich hier in diesem Bereich, würde ich auch keine Short-Position öffnen, weil wie gesagt, es ist für mich, in meinen Augen, ist es 50-50, ob wir jetzt hier nach oben weitergehen oder ob wir jetzt nach unten in die Korrektur gehen. Ja? Gerade solange wir dieses Low nicht rausnehmen, ist wirklich alles möglich. Und wie gesagt, wenn alle die 25.000 oder tiefer erwarten, macht der Markt in der Regel das Gegenteil. Und was auch noch gut dazu passen würde, wäre, dass wir hier bei Ethereum nach wie vor hier aus einem bullischen Level erstmal reagiert haben, ja, BC-Korrektur-Level. Bei Ethereum habe ich ja euch gesagt, hier dieses Level ist das etwas risikoreichere Level für einen Long. Wir sind gerade drin. Dieses Level ist bei 1.881 US-Dollar bis runter zu 1.789 US-Dollar. Könnte man sich long positionieren, wenn man risikofreudig ist. Nicht ganz so risikoreich ist, wäre der Einstieg weiter unten hier bei 1.756 US-Dollar bis runter zu 1.626 US-Dollar. Ich persönlich werde meine Ethereum-Long-Position massiv vergrößern. Erst in dem Bereich, wenn wir hier diese große blaue Sequenz hier korrigieren, entweder ein BC-Korrektur-Level oder ein Gesamtkorrektur-Level. Stand jetzt liegt das BC-Korrektur-Level dieser blauen Sequenz hier unten bei 1614 US-Dollar bis runter zu 1432 US-Dollar. Ich werde meine Long-Position erst hier nach oben massiv skalieren. Ja, wie gesagt, die anderen Einstiege sind für mich jetzt sehr, sehr risikoreich, aber man könnte sich dort positionieren, ja. So, ich würde sagen, das war's dann, liebe Leute. Ihr wisst Bescheid. Nächste Woche kommen wieder wichtige Zahlen aus Amerika. Vor allem am Freitag kommen die Kerninflationsdaten raus. Also könnt ihr da auch sehr volatil werden. Ich gebe die Daten oder die Termine durch in meiner Telegram-Gruppe und ich würde sagen, das war's mit dem Update, Leute. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Start in die neue Arbeitswoche. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns bald, spätestens, wenn der Markt etwas Gravierendes macht. Und wenn nicht, werde ich euch updaten, wenn ich es für richtig halte, dass ihr ein Update braucht. Und bis dahin würde ich sagen, war's das. Ich wünsche euch massig Gains, Leute, und bis bald. Euer Job von Daytrading Germany. Macht es gut. Ciao, ciao.